Guten Morgen. Oh, und falls wir uns heute nicht mehr sehen. Guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Why not? Also weißt du, Tommy, manchmal ärgerst du mich wirklich. Tja, ich bin einfach unverbesserlich. Ja, eben. Bam, Pointe erahnt. Und aus den Segeln genommen. Den Wind meine ich. So, also nicht die Pointe. Mach weiter, komm. Also wir reden jetzt weiter. Wir reden jetzt über dieses Pickle bei mir 1 und 2. Mhm. Und zwar über beide, weil wir beide gesehen haben. Beide gesehen haben. Ja. Wir stehen mit beiden Beinen im Leben und haben beide gesehen. Fangen wir einmal an. Sehr gerne. Teil 1 und 2 würde ich schon unterschiedlich anordnen von dem, was die Filme erzählen. Also sie haben die gleichen Figuren, aber sie sind komplett unterschiedliche Arten von Filmen. Auch qualitativ, leider. Ja, und ich verstehe gar nicht, warum sie sich beim zweiten Teil so sehr vom ersten entfernt haben. Aber beginnen wir von vorne. Ja, du musst es ja irgendwie fortführen. Also, ja. Ja, kommen wir erstmal zum ersten. Also die Story ist ja die, dass es ist eigentlich auch voll klischeehaft, oder? Ja, klar. Also ein Gauner, warum adoptiert er die eigentlich nochmal? Naja. Also ich hätte mir vielleicht nochmal die Handlung im Vorfeld durchlesen sollen. Das ist auch im Prinzip gar nicht wichtig. Scheiße. Es geht eben darum, dass ein Bösewicht jetzt klarkommen muss. Also ein Bösewicht, der böse Sachen machen will, wie zum Beispiel den Mond stehlen. Mhm. Und das ist alles ein bisschen überzeichnet und ein bisschen unrealistisch natürlich. Und er spricht noch einen ganz furchtbaren russischen Akzent. Ja, weißt du, von dem er gesprochen wird? Im Original von Steve Carell. Und im Deutschen? Weiß ich nicht mehr. Von Justus Jonas. Ja. Oliver Rohr. Der spricht auch Ben Stiller, oder? Richtig. Genau, bei dir hatte ich noch im Kopf gerade so. Ja. Moor. Und ich muss sagen, ich finde die deutsche Version sogar besser. Also die deutsche Synchronisation. Aber nur wegen? Yang Delay. Genau. Ah ja, okay. Ja. Ey, man muss sagen, er hat die Rolle echt gut gespielt von diesem Bösewicht. Also es gibt also einen Bösewicht. Gut gesprochen, ja. Gut gesprochen, ja. Es gibt also einen kleineren Bösewicht und der tritt dann sozusagen gegen den Gru an, also gegen den Haupt... Wie toll wir die Handlung zusammenfassen. Ja. Das ist ein Traum. Scheiße. Also, Gru ist ein Bösewicht, so, das hast du schon mal geklärt. Ja. Und er kommt jetzt irgendwie dazu, dass er drei kleine Mädchen adoptieren muss, will. Ich weiß nicht mehr, warum. Vielleicht als Alibi oder so? Ich habe keine Ahnung mehr. Es waren die nicht auch irgendwie mal Waisenkinder? Ja. Und dann hat er sie als Tarnung bei sich aufgenommen oder so? Ja, deswegen, ja, irgendwie sowas ist er. Jedenfalls muss er sich um diese drei kleinen Kinder kümmern, diese drei kleinen Mädchen. Genau. Muss gleichzeitig auch noch seinen Weltherrschaftsvernichtung Plan umsetzen, weil ihm langsam die Finanzierung gestrichen wird von der Bank des Bösen, ehemals Lehman Brothers. Fand ich nett. Ja. Deswegen habe ich es jetzt nochmal erwähnt. Und darüber hinaus hat er eben auch noch seine Minions. Gehilfen. Seine Minions, genau. Ja. Was er auf Englisch. Genau. Die eigentlich das Highlight des Films sind. Genau. Muss man. Deswegen mochten, glaube ich, auch. Aber deswegen mochten ja viele Leute den Film auch eigentlich nur. Und die Kinder, glaube ich, weil diese Viecher da drin waren. Und deswegen gab es auch den zweiten Teil und deswegen gab es auch den eigenen Spin-off-Film oder Standalone-Film. Spin-off. Ja, der ein bisschen enttäuscht wohl hat, aber egal. Aber der Film hatte noch so einen Bogen, der war ganz gut erzählt für Kinder, war lustig an vielen Stellen. Ja. War ein guter Film, kann man so sagen. Auch fällt mir gerade auch wieder ein, diese Q-Verarsche, also hat er den Wissenschaftler noch, der ihm irgendwelche Sachen erfindet und die er dann immer falsch versteht. Ja. Mit dem Boogie-Roboter und so, statt dem Cookie-Roboter und die Furzkanone. Ah, das waren schon echt coole Momente. Aber das geht in dem zweiten Teil zum Beispiel vollkommen verloren. Im zweiten Teil geht alles vollkommen verloren. Ja. Gru wird ein scheiß Charakter. Er bekommt so eine hässliche Alte da. Sie ist keine hässliche Alte, aber sie ist nervig. Ja, es geht eben darum, er kriegt eine Frau sozusagen oder er verliebt sich langsam. Ja, und gleichzeitig muss er damit klarkommen, dass seine größte Adoptivtochter jetzt sich auch verliebt und dass er... Die will sich mit Jungs treffen, das geht doch nicht! Ja, und den ganzen Film geht es eben nur darum, so eine Familiengeschichte von einem alleinerziehenden Vater im Prinzip. Ja, der so sich benimmt, als wäre er in einem 80er-Jahre-Film unterwegs. Ja. Eigentlich eher 50er-Jahre-Film. Und es ist wirklich eigentlich die meiste Zeit überhaupt nicht lustig. Also ich finde, es gibt noch so ein paar Stellen, wo wirklich die Minions irgendwie lustig sind. Ja, das ist noch das Einzige.
Was ich ganz lustig fand, das hat man auch schon im Trailer gesehen, ist, wo es dann brennt und dann, wo sie wieder reinkommen. Guido, Guido. Von der eine mit der Axt, der komplett willkürlich einfach das alles. Ist, und ja, die E.T.-Anspielung war auch noch ganz cool. Ja. Aber der Rest ist halt, man möchte das wirklich nicht sehen eigentlich. Also, nee, vor allem die Handlung ist auch, sie machen da irgendwie, wollen sie noch einen Twist bringen, wer jetzt der böse Gegenspieler ist, der Inkognito unterwegs ist. Und es ist so offensichtlich. Das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn einem das Huhn ist noch okay. Das aber, Huhn, ja. Aber alle Figuren gehen einem irgendwann richtig auf den Zeiger. Merkst du eigentlich, wie in dieser Filmreihe eigentlich alle Charaktere total, ja, eigentlich nicht fesseln, aber immer die Sidekicks, ja. Die sind gut. Ja, ja, ja. Das eigentlich stimmt. Beschämend fast schon. Ja, und bei dem Film ist es mir auch schmerzhaft oft aufgefallen, dass immer, wenn ich bestimmte Charaktere gesehen habe, dass ich halt wirklich dass mein Endorphin-Level so abgesunken ist und dass ich wollte... Die schon wieder. Ja. Ich komme vor, du willst Sex ist gerade. Aber am Anfang dachte ich auch wirklich noch, und deswegen war die Enttäuschung am Ende so viel stärker, dass es ein guter Charakter wird. Mhm. Weil sie war... Der Einstieg von wirklich, ja, sie war souverän. Sie war eine souveräne Agentin. Gru war eher tollpatschig unterwegs. Deswegen wollte ich mit dem T jetzt anfangen bei Gru. Und sie hat eben versprochen, da einen Kontrast zuzubilden. Aber das hat... Und dann bricht es einfach komplett weg, als sie sich in ihn verliebt und so... Oh, no. Gesprochen von Martina Hill übrigens, die du kennst aus zum Beispiel Switch. Mhm. Die eine sehr nervige Stimme hat. Findest du? Ja. Also sehr anstrengend. Finde ich jetzt gar nicht mal so sehr, aber egal. Vielleicht lag es auch irgendwann mit dem Charakter einfach zusammen. Ich kann es ja so schwer trennen. Naja. Ja, aber den ersten fand ich noch gut. Mhm. Er hatte definitiv seine Momente. Es klassische Story, okay. Mhm. Ja, nicht nur das. Es ist so flauschig. Gibt es auch so eine Version im Internet, im Englischen, wo sie das irgendwie auf 10-fache Verlangsamung hangen und sie so richtig tief schon. Total krass. Aber ja. Aber der zweite, nee. Hatte gar nichts mehr. Eine Enttäuschung. Der Name stand noch drauf, aber es war im Prinzip ein anderer Film, wo so ganz fundamentale Sachen von den Figuren einfach nicht mehr beachtet wurden und weggeschmissen wurden. Zumal es spielt auch wirklich nur noch die älteste der Töchter eine Rolle. Mhm. Also dieses Ninja-Mädel da. Ja. Die war auch im ersten Teil ein bisschen unterrepräsentiert, okay. Aber im zweiten hättest du die komplett rausstreichen können und es wäre niemandem aufgefallen. Ja. Gab es da nicht noch eine dritte? Ja, ja. Es gab die kleine Süße und dann gab es auch noch die ältere mit der Brille. Nee, ich meinte gerade, dass die Reaktion des Zuschauers... Ich weiß. Okay. Das sollte das fortführen. Ach so. Aber es war nicht nötig. Tut mir leid. Ja, du hast es nicht gut gespielt. Du hast es mir sogar geglaubt, dann habe ich es ja doch gut gespielt. Ja, aber du hast es nicht... Du wolltest es ja gespielt haben. Ja. Und das ist nicht durchgedrungen. Also Thema verfehlt. Ah, ja. Aber über das Spin-off können wir jetzt nicht reden, weil das haben wir beide vermieden zu gucken. Ja. Ich könnte jetzt nur noch sagen, dass der erste Trailer für mich noch ein ganz gutes Konzept hat erahnen lassen. Dass, also dieses, die Minions suchen immer sich einen Bösewicht. Mhm. Und dann war ja der erste Trailer so ein Mash-up von Dracula, Pharaonen und was weiß ich das, nicht noch. Da hatte man Bock drauf. Aber Hitler vielleicht noch. Das wäre mies gewesen. Das wäre echt mies gewesen. Aber da hätten sie sich mal wieder was getraut. Das, kannst du nicht bringen. Aber es wäre, da hätte ich wirklich dem Film allein dafür schon Tribut gezollt. Ja, ich meine, ich kann mir jetzt gerade so viele Sachen vorstellen. Ja. Wenn du es heftig gemacht hättest, so zynisch, schwarzhumorig. Ja. Aber das wäre auch noch ein gutes Konzept gewesen, eben so ein Lauf der Geschichte. Mhm. Und dann im zweiten Trailer hast du gemerkt, okay, es wird wieder die Standard-Story, nur Gru ist jetzt eine Frau und sie rennen alle zu ihr. Und die Kritiken waren auch nicht gut, von daher, nee. Hat einen jetzt nicht animiert, da reinzugehen. Gibt es denn andere Animationsfilme? Ja, und zwar einen, der, ich hasse dieses Wort, unterschätzt. Ja. Vielleicht ein bisschen wenig beachtet, den viele vielleicht nicht kennen. Insider-Tipp. Wolkig mit Aussicht auf Fleisch. Wolkig, bitte. Hab ich doch gesagt. Wolkig. 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 Ich habe halt Dialekt. Ja, du kommst ja auch aus... Ja. Wollen wir das hier offenlegen? Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Cooler Titel. Hm. Ja. Cloudy with a Chance of Meatballs. Im Englischen. Original. Hm. Ja. Ein Film, den ich wirklich sehr mochte, vor allem den ersten, weil er hat so einen herrlich durchgeknallten Humor. Aber ich muss ehrlich sagen, am Anfang kam mir der nicht auf den Punkt vor. Also dieser durchgeknallte Humor am Anfang des Films dachte ich, also das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen übertrieben. Auch so der Polizist und so, weißt du, was ich meine? Ja, ja, das war auch schon ein bisschen klischeehaft, muss man sagen, der Polizist.
Aber trotzdem, spätestens als die Szene mit den Rattenvögeln kam, die war so heftig. Ja, okay. Eigentlich, also es, stell dich tot! Und das ist. Also das heftig. Die, allein schon. Da hatte mich der Film. Also da hatte mich der Film. Macht schon ganz schön krasse Sachen, auch ein bisschen. Ja, ja. Also so eigentlich überhaupt nicht Kinder als Zielgruppe, nee, sondern durchgeknallte Menschen wie ich, die noch sich die Kindheit im Herzen bewahrt haben. Ja, also es geht um einen jungen Erfinder, der eben lauter coole Erfindungen eigentlich macht, aber die. Naja, eigentlich nicht. Naja, eigentlich doch. Ist jede Erfindung irgendwo ein bisschen sinnlos. Und naja, aber ich finde, wenn das wirklich in echt diese Erfindung. Ein Fernseher mit würde, beiden, also. Ja, gut, das. Und es ist Sprühschuhe, halt, obwohl Sprühschuhe waren noch cool. Ja, aber es aber ist Rattenvögel. Halt auch noch. Warum machst du Rattenvögel? Aber ich meine. Das ergibt keinen Sinn, es gibt Tauben. Ja, nee. Wozu noch Rattenvögel? Ich meine, das ist ja. Ich habe mir dann vorgestellt, wenn wirklich ein Junge sowas könnte. Das wäre cool, ja. Vor allem musst, wenn du dich das mal wirklich gut durchdenkst, wo kriegt er das Geld her für die ganze Ausstattung? Ja, genau. Also, es ist aber nach einem Kinderbuch, mit, ich glaube, der Artstyle orientiert sich auch an den Illustrationen von dem Kinderbuch. Sehr guter Artstyle. Ja. Würde ich behaupten. Also, und gut, also dieser junge Erfinder macht eben Erfindungen, die gehen immer schief, egal was er probiert. Und sein Vater ist total enttäuscht. Seine Mutter lebt leider nicht mehr. Die hat ihm aber noch seinen Kittel geschenkt und damit ihm auch den Grund gegeben, immer weiterzumachen. Weil also sie war die Einzige, die an ihn geglaubt hat. Genau. Er und sein Vater haben eigentlich keine Bindung zueinander, weil sein Vater ist so ein raubeiniger Fischer. Ja, raubeinig eigentlich nicht. Aber ein Fischer, der seine Gefühle nicht äußern kann. Genau. Und deswegen können die beiden haben nichts, worüber sie reden können und können ihm nicht connecten. Genau. Und dann erfindet er aber etwas, was... Den Flitzemdefer. Das fand ich auch so cool. Bei jeder Erfindung einfach nur diese Akronyme. Ja. Die ja dann eigentlich auch nochmal ein cooles Wort ergeben müssen. Bei ihm ist es einfach nur so... Total geil. Und diese Erfindung geht auch irgendwie schief. Er wollte eigentlich was anderes damit machen. Die ist nämlich dazu da, aus Wasser Essen zu machen. Also sie geht ja an sich nicht schief, sie funktioniert ja dann. Das Problem ist nur, dass sie in den Wolken landet. Ja, genau. Und da eben, ja, Wasser... Wasser zieht aus Wolken, ne? Wolken sind ja Wassertröpfchen. Ja. Wie du sagen wolltest. Ja. Und dann kommt das eben... Gerade nicht, wie kommt, es irgendwie... Ja. Fiel eben Essen die ganze Zeit vom Himmel und dann... Genau, es regnet Essen. Genau, und der... Deswegen auch der Titel. Danke. Und der... der Bürgermeister möchte eben mehr. Der Bürgermeister möchte irgendwie weiter nach oben, möchte berühmter werden, möchte jetzt eben diese Erfindung und diesen jungen Erfinder instrumentalisieren für seine Zwecke. Und sagt, mach mehr und wir machen daraus ein Riesending und die Stadt wird berühmt. Und dann sagt er, los, mach noch das. Und irgendwann wird das Essen größer plötzlich. Und das finden alle Leute cool und wird eine... Aber es geht dann halt schief. Ja. Der Bürgermeister war ja eigentlich so der klassische Schulter auf der Teufel. Teufel auf der Schulter. Ja, also der immer reingeredet hat, obwohl Flint, hieß er glaube ich... Mhm. schon Bedenken hatte und er hatte ja sogar einen Gefahrometer, der ihm angezeigt hat, wie gefährlich das Essen mutiert und ja. Wie fandest du denn den kleinen Assistenten, den Affen? Steve! Ich finde, er hätte lustiger sein können. Okay, ja, er hätte lustiger sein. Obwohl, das mit dem Schokoeis, das war schon... Ja, also der Film hat manchmal wirklich Humor, der nicht kinderkompatibel ist. Vor allem, er wird dann auch ziemlich gruselig, wenn du diese... im dritten Akt dann die zum Leben erwachten Hühnchen hast da, das... Huiuiuiui. Ja, es ist teilweise echt grenzwertig. Ja, aber auch das Baby da, ich weiß nicht mehr, wie heißt, Darren, Derek, nein, Brand. Heißt Brand, kann oder? Sein. Der einmal diese Baby... Er ist eigentlich das personifizierte Schicksal dieser Stadt. Mhm. Er hatte einmal die Werbung für Sardinen. Ja, genau. So, und die Stadt war halt ökologisch voll auf Sardinen ausgelegt, bis halt jeder Mensch mitbekommen hat, Sardinen schmecken einfach vollkommen scheiße. Und seitdem ist diese Stadt einfach nur noch am Abkacken. Und er hat eigentlich auch keine Funktion mehr. Er war nur einmal in dieser Werbung und alle lieben ihn noch dafür, weil er das berühmteste... Kinderstar. Ja, genau. Und versucht sich dann verzweifelt an diesem Ruhm noch irgendwie festzuklammern, sobald Flint dann eben der neue Megastar ist. Ja, ja. Macht immer diese berühmte Bewegung. Ja, dass er seinen Hintern ausstreckt und so. Und in Windeln rumrennt. Ja, ja, genau. Voll weird. Würde man aber normalerweise in so einen Kinderfilm auch nicht reinpacken. Nee, eben. Und das meine ich eben. Das ist einfach auch, wie viele Gags im Hintergrund noch vonstatten gehen, die man wirklich beobachten muss, um sie zu bemerken. Und das ist es einfach, hier waren Leute dran beteiligt, die
ein paar wirklich verrückte Ideen haben. Ja. Die haben das in einen Topf geworfen und für mich ist was echt Cooles dabei rausgekommen. Ja. Sind übrigens die Leute, die bei dem Han Solo Solo-Film die Regie führen werden. Cool. Ja. Mir ist jetzt gerade wieder so eine Szene eingefallen, wo ich auch so jetzt gerade überlegt habe, so was würde man in so einem Kinderfilm normalerweise nicht machen, wo ein Junge eben zu viel gegessen hat, Süßigkeiten. Dann liegt er da so, oh nein, er ist im Fresskoma. Dann zerbrechen sie so eine Selleriestange, dann wacht er wieder auf. Dann nimmt der Vater ihn eben hoch und klopft ihm so auf die Schulter. Ich bin so froh, dann kotzt er. Man sieht es nicht, aber danach küsst der Vater ihn auf den Mund. Und hat dann auch diese Kotze so am Mund. Und sowas würde man normalerweise nicht zeigen. Und das meine ich eben. Deswegen, ich finde es so großartig, dass dieser Film sich einfach traut, das zu bringen, was er an Ideen hat. Und für mich ist eine herrlich durchgeknallte Achterbahnfahrt dabei rausgekommen. Mhm. Erst an sich ist der Film eigentlich ziemlich standardmäßig. Also die Reise des Helden. Genau, ja. Was noch ein bisschen eine Komponente dadurch bekommt, dass es am Ende zu einem Katastrophenfilm abdriftet. Mhm. Die er selbst verursacht hat. Ja. Also da ist es nochmal ein bisschen was Besonderes. Aber sonst ziemlich standardmäßig. Mhm. Auch Love Interest und so, okay. Aber auch das wieder so mit so viel Charme irgendwie gemacht und so vielen besonderen Details. Ja. Dass ich sagen muss, ich kann den Film wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Und der zweite Teil setzt ja genau an dem Punkt an, wo der erste Film aufhörte. Sogar mit dem Recap nochmal. Mhm. Ja. Haben sie ein bisschen Geld gespart. aber... Tja, da. Was soll ich sagen? Beim zweiten Teil? Mhm. Vielleicht muss man erstmal sagen, der zweite Teil ist dann so: Also, Flint wird von einem Steve Jobs-Charakter eingeladen, an einer Erfinderwerkstatt zu arbeiten. Also in so einem Unternehmen, wo halt Erfindungen gemacht werden. Sowas wie Google zum Beispiel auch, ne? Ja, oder eigentlich Apple. Apple, ja, aber deswegen bei Google kennt man es so mehr. Stimmt, ja. Da kann halt jeder seine Ideen einbringen und so. Und am Ende des Monats wird immer ein besonderer gekürt. Und er, der dann aufsteigt und so eine Weste bekommt und er hat eben das Ziel, Flint jetzt diese Weste zu kriegen. Ja, aber es ist halt auch echt übertrieben und abgedreht dargestellt. Ja. Also auch dieser Steve Jobs-Verschnitt ist jetzt nicht wirklich nur Steve Jobs, aber seine Bewegungen und so, voll krasse Figur. Und dann kommt eben irgendwann die Nachricht, dass auf Schlaraffenfelsland, oder wie hieß das Ding? Affenfels? Ach stimmt, sie haben es ja dann umgenannt zu Schlaraffenfels. Ja, genau. Aber heißt es doch nicht Schlaraffenfels? Ach, egal. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, sie sagen. Aber jedenfalls, da diese Maschine, der Flitzum de Föhr, ist halt noch, dass ich diesen Namen überhaupt noch weiß, ist halt zum Leben erwacht. Und das Essen erwacht jetzt auch zum Leben. Also es ist mutiert und nimmt jetzt irgendwelche Tierformen an. Genau. So, und Flint soll dann eben dahin geschickt werden, um das Ganze zu bereinigen. Zum Beispiel Wassermelonen, Elefanten oder sowas. Ja. Und da muss ich sagen, bei so einem Film, wenn ich die Story mitbekomme, dass sie sowas machen, eine eigene Insel, wo jetzt Essen zum Leben erweckt wird, bin ich immer, jetzt müssen sie aber auch wirklich was Kreatives liefern. Und das kommt. Und es kommt wirklich so hervorragend, auch bis zum Ende durch. Also immer wieder neue Tiere, die so mit Essen kompatibel gemacht wurden und auch in ihren Eigenheiten und dergleichen, so stimmig, ist ja eigentlich aufgefallen, dass das Fastfood immer als das Böse gilt. Ja, das ist auch sowas. Das ist wirklich fantastisch gemacht und ich glaube auch, dass ich das bei keinem Film, der diese Möglichkeit hatte, das so gut umgesetzt bekommen habe, dass sie eine eigene Welt erschaffen. Ja. Also das ist fantastisch gemacht. Und auch wirklich für Kinder dann geeignet, muss man sagen. Der Film war dann doch noch ein bisschen kindgerecht, aber da waren auf jeden Fall noch einige, also es gab natürlich Charaktere, die extra für Kinder gemacht wurden, glaube ich. Zum Beispiel auch, das war auch wieder so ein Gag, der für Kinder irgendwie, wo der Affe sich einen Kaffee nimmt, daran nippt und dann sagt, oh, heiß! Und dann läuft eine Frau in dem Moment an ihm vorbei. Du siehst auch nicht schlecht aus, Affe. Ja. Das, ja. Irgendwie random, aber in dem Moment auch. Es ist halt so komplett Gaga und Ballerballer, aber mir gefällt's. Also eine Sache, die nur die deutsche Version betrifft, um jetzt gleich mal zu meckern, weil mir das so auf der Seele liegt. Jetzt bin ich gespannt. Was mich wirklich geärgert hat, war die Synchronisation von seiner Freundin. Achso, okay. Schade, ich dachte, es kommt jetzt der Gag mit dem Lauch. Das Boot laucht! Na! Weißt du gar nicht mehr? Doch, da kommt doch... Es war der beste Moment des Films. Ich musste wirklich pausieren und habe mich eine Minute lang erstmal ausgelacht, weil ich das so bescheuert herrlich fand. War das, wo das Portal geöffnet wird und dann... Nein, ja, da haben sie es auch nochmal gemacht. Oh, da ist ein Lauch auf meinem Boot. Aber eigentlich war es ja, wo sie erst mit dem Auto den Fluss lang fahren und dann halt alles irgendwie so panisch wird. Und er dreht sich dann auf einmal komplett random um. Das Boot laucht! Und dann siehst du halt, wie auf dem Fahrersitz ein Lauch sitzt und dann ihn anguckt und dann einfach nur schreit so. Na!
Der Lauch macht ja nichts anderes als schreien im gesamten Film. Auch als der kleine Lauch dann am Ende kommt, so gucken sich beide an und fangen beide an zu schreien. Ah! Ich fand den Lauch herrlich. Lauch, besser Charakter. Und zwar wurde die Freundin von Flint im zweiten Film nicht mehr von der ursprünglichen Sprecherin synchronisiert, sondern von Paulina Roginski. Und sie... Also nichts gegen Paulina Roginski, aber ich mag ihre Stimme nicht. Und sie, man merkt halt, dass sie nicht... Sie war total unterspannt in der Stimme die ganze Zeit. Und sie war so... Man hat so gemerkt, okay, ich spiele jetzt mal. Oh nein, Flint, was soll das? Kennst du diese Handywerbung mit ihr? Nee. Oh, die finde ich auch so schlimm, weil sie ist so komplett übertrieben. Genauso, was du eben angesprochen hast. Genauso macht sie das da auch. Ja. Naja, und das hat mir wirklich die ganze Zeit über immer wieder so einen Dämpfer verpasst, weil es mich so rausgezogen hat. Mhm. Alle anderen haben so waren so drauf und waren so... Also gerade auch, du kennst doch den Lutz McKenzie, die Stimme von dem Steve Jobs Charakter. Die kennst du... Ja. Der ist eine Legende sozusagen, eine lebende Legende. Er spricht schon jahrzehntelang und du kennst ihn zum Beispiel von ganz verschiedenen Charakteren, auch wie dem... aus CSI Miami. Horatio? Genau, den spricht er zum Beispiel. Also der mit der Sonnenbrille. Genau. Und der spricht so viele verschiedene Charaktere und in dem Film war er so brillant, fand ich einfach. Er hat so geil gesprochen. Hm. Und dann gibt's aber auch diesen Aus... Also, na gut, ich will da jetzt... Also so schlimm war es nun auch nicht, dass ich den Film jetzt nicht angucken konnte, ja. Aber es hat mich schon... Es bringt einen ein bisschen raus. Genau, ja. Und sie haben es nur gemacht, damit der prominente Name eben zieht, weil die ursprüngliche in Anführungsstrichen Sprecherin war schon viel besser. Und das ist halt so ein Problem beim Synchron, finde ich manchmal. Ja, sie holen sich halt jeden, der einen Namen hat, ja. Ja, und das hat halt System. Bei manchen Leuten funktioniert zum Beispiel Jan-Josef Liefers, der ist gut, als zum Beispiel bei Madagaskar der Löwe. Mhm. Macht er gut, finde ich. Jan Delay. Jan Delay hat es echt gut gemacht, meine Güte. Also hätte ich echt nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Thomas Gottschalk ist öfter mal dabei, da merkt man auch, dass er kein Sprecher ist, aber hier war es halt, okay, wir wollen jetzt die jüngeren Kinder vielleicht ins Kino dann dadurch noch motivieren. Die sich MTV Home angucken. Zum Beispiel. Ja. Naja, das war tatsächlich mein größter Kritikpunkt, was ja schon für den Film spricht, ja. Echt, ich habe einen viel heftigeren. Okay. Also finde ich. Sag mal. Beim ersten war die Handlung noch so, ja, ist okay oder ist ganz passabel. Ja. Beim zweiten ergibt die Handlung null Sinn. Es ergibt wirklich null Sinn. Aber also von der Motivation des Bösewichts her. Wie er sich verhält, wie er vorgeht, es ergibt keinen Sinn. Ja, er versucht dann ja so. Bringt mich halt so raus. Er versucht es dann doch noch ein bisschen zu erklären, oder? Sie haben doch seine. Es ergibt Sinn, was er will. Aber ja. Wie er da hinkommt und was er für Zwischenschritte macht, die ergeben keinen Sinn. Ja, aber. Also ich habe irgendwie das gar nicht so wahrgenommen. Das hat mich halt komplett rausgerissen. Ja, nee, das meine ich gar nicht, dass das irgendwie... Ich dachte, das wäre beabsichtigt. Wieder so ein Gaga-Humor, verstehst du? Nee, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube einfach, die Handlung war nicht so gut durchdacht. Also sie wollten halt diese Charaktere zusammen haben, das verstehe ich noch. Aber dann sollen sie denen nicht solche Aussagen in den Mund legen. Weil der Steve Jobs-Charakter sagte ja am Anfang, er will nicht auf diese Insel. So, und er schickt ja Flint hin, weil er den opfern kann. Ja. Dann taucht er trotzdem auf der Insel auf, hat eine mördermäßige Verstärkung im Gepäck, wo er auch vorher gesagt hat, wir schicken kein weiteres Team da rein. Mhm. Macht es dann doch, sobald Flint in Gefahr gerät, der aber entbehrlich war. Mhm. Okay, er soll nur noch seine Aufgabe erfüllen. Okay, aber trotzdem, sobald sie mit dieser krassen Armee da sind, also krasse Armee war es jetzt auch nicht, aber sie war genug, um diese Lebewesen aufzuhalten. So, und das hat es halt irgendwie so zerstört. Ja. So, warum haben sie die nicht sofort als erstes reingeschickt? Da brauchst du den Flint gar nicht. Mhm. Schicken die einfach rein, frieren alles fest, er kommt durch, zack, macht seinen Plan. Verstehe, er braucht den Flint überhaupt nicht da. Also das ergibt einfach keinen Sinn. Ja, sein ursprüngliches Ziel, um das nochmal so zu sagen, war ja auch wieder so ein bisschen eine Referenz zu aktuellen Handy-Generationen. Ja. Das war wieder gut. Es geht nämlich um so einen Riegel, und zwar den Super-Riegel irgendwas mit die Version 8.0 oder so wollten die auf den Markt bringen. Und dafür brauchte er dann eben dieses Gerät, wie man dann später rausfindet. Ja, aber ich hatte irgendwie, also auch wenn ich glaube, dass du recht hast und dass das vielleicht ein Problem darstellen könnte, hat mich das irgendwie nicht gestört. Also, ich habe den Film gar nicht mit dem Anspruch geguckt, dass ich irgendwie eine super Geschichte bekomme, sondern mir ging es eben um das Oberflächliche, was die Charaktere machen und so. Ja, das verstehe ich auch. Und wie gesagt, beim ersten ist es ja auch keine super Geschichte. Aber sie ergibt eben Sinn. Verstehe ich, ja.
So, und ja, oder sie hat eben keine so krassen Plotlöcher wie jetzt beim zweiten. Ja. Und das ist es halt, ja. Nee, also was mir am Anfang, das muss ich als Kritik vorbringen. Ja, ja, verstehe ich auch gut. Und was mich am Anfang beim zweiten auch irritiert hat, war, dass diese Figur von diesem Erfinder so wichtig war für Flint, hm. im ersten aber überhaupt nicht vorgekommen ist. Denn der hat ihn ja eigentlich dazu gebracht, Erfinder zu werden. Da merkst du eben, dass sie nur einen Teil rausbringen und erstmal schauen, wie es läuft. Genau. Also das war dann eben nicht an Sequel gedacht, an Mögliches. Das wäre aber, diese Figur zu implementieren in den ersten, wäre möglich gewesen einfach. Ja, so als Easter Egg vielleicht, genau. Dass er den irgendwo mal als Poster hat oder den mal kurz erwähnt. Okay. Aber, man aber merkt richtig als Figur noch zu etablieren, wäre genau, auch daneben gewesen. Das war dann eben, da hatte ich das Gefühl, sie haben die Vergangenheit rückwirkend irgendwie sich so zurechtgebogen, damit es für den zweiten Film passt. Das ja, mussten sie wahrscheinlich auch machen, weil sie nicht mit dem Erfolg des ersten gerechnet haben oder dergleichen. Oh, sie hätten ja aber, vielleicht auch was anderes machen können, aber ja, für die aber Filmhandlung war es ja, war schon gut. Also das an sich, die Insel, diese, mit diesen Lebewesen und das so weiter zu führen mit der Maschine, fand ich ja gut. Ja. Aber was ich dann auch wieder, dass er, dieser Steve Jobs Charakter, die gegeneinander ausspielen wollte. Und das war auch so unterentwickelt. Ja, irgendwie. Das stimmt. Also das war so ein Standardding, was man erwarten konnte. Mhm. Und das ist dann aber nicht ausgeführt worden, richtig? Nee. Das war so. Auch, sie haben ja zwischenzeitlich, scheren sie ja auch diesen Moment, wo sie merken, dass sie sich ähnlich sind. Ja. Wo du aber auch rückblickend das Gefühl hast, das war wirklich so ein Moment. Es war nicht gespielt, um ihn jetzt irgendwie in sein Spinnennetz weiter einzuweben und ihn zu beeinflussen. Sondern es war wirklich so ein Moment, weil er auch passend dann diese Unterhose hat und so und dergleichen und sie sich da so ähnlich sind in dem Moment. Aber das führt dann auch irgendwo wieder nirgendwo hin, weil er ihn dann doch eigentlich betrübt, so, ja, und ihn auch wirklich nicht respektiert und ihn wirklich als lächerlich empfindet. Ja. Also der Steve Jobs Charakter, Flint. So, und das war auch wieder sowas, wo ich sagen muss, auf einer Handlungsebene fällt er zumindest gegenüber dem ersten und, ab. Und die Gagdichte, muss ich sagen, in der ersten halben Stunde war das wirklich klasse, wo ich dachte, wow, das legt echt ein wahnsinniges Tempo vor. Mhm. Und in der zweiten wird dann diese Handlung eben immer wichtiger, was man auch verstehen kann. Aber da die Handlung dann für mich nicht zieht und die Gags auch noch ein Stück weit ausbleiben, deswegen muss ich auch sagen, ich fand den ersten um einiges besser. Ja. Kann man, also das ist das Syndrom des heutigen Tages irgendwie, das Peekaboo Me 1 ist besser als der zweite und genauso sieht es aus mit Wolkig, mit Aussicht auf Flashback. Ja, schönes Fazit. Ja. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, harter Themenbreak eigentlich, fällt mir jetzt erst auf. Wusstest du, dass bei Stephen Kings Verfilmung S die Haare von dem Clown wirklich die echten Haare von Tim Curry sind? Oh, wusste ich noch gar nicht. In diesem Sinne, mach's gut und pass auf ihn auf. Auf S. Achso. Verstehst du, das ist ein bisschen angepasst. Okay, gut, gut, ja. Nicht, tschüss, dass du jetzt tschüss, ja, danke. Tschüss. Ciao.